Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Und wir wollen jetzt in die Gold Saucer. Lasst uns einsteigen. Dann war meine beste Freundin von klein auf, standen wir uns nah. Oh, war doch ein Mädchen. Sorry, für die Scheiß-Synchro. Tja, kann man nichts machen. Ich habe nichts gewusst. Exo hat kein Wort gesagt. Und sorry, dass ich bei meinem Let's Play etwas trinke, aber mein Hals wird sonst zu trocken und dann kann ich nicht mehr sprechen. Ich habe kein Mitleid mit Exo. Er hätte Shinra niemals vertrauen dürfen. Wir gehen besser. Weiter. Oh, und jetzt geht's auf nach Gososo und yay. Ich darf diese Szene endlich mir mal anschauen, ohne dass es laggt. Weil ich habe ja Dings ist ja auch für Original PlayStation 1. Das ist ja jetzt eigentlich nur ein Download. Ich habe für Original PlayStation 1 und da ist die CD etwas zerkratzt und da laggt es ein bisschen. Oh, ich liebe die Gold Saucer. Der beste Ort zum Entspannen. Alle Minispiele, die es gibt, kann man dort wieder spielen. Es gibt nur eins, was besser ist als die Gold Saucer. Und das ist ja. Das ist Blitzball. Wenn sie das noch gut machen, Blitzball, dann, also wenn sie die in HD-Auflösung Final Fantasy 10 machen, hoffe ich, dass Blitzball noch etwas verbessert wird. Etwas spannender, weil nach einer Zeit stand es immer irgendwas zu null. Willkommen in der Gold Saucer. Seid ihr zusammen, eine einzelne Karte kostet 3000 Gil. Ihr könnt auch eine Dauerkarte für 30.000 Gil kaufen. 30.000 Gil bezahlen. Vielen Dank. Wenn ihr eine Goldkarte habt, dann könnt ihr im Park ein- und ausgehen, wie ihr wollt, solange ihr sie nicht verliert. Hier in der Gold Saucer muss man an vielen Stellen mit GP bezahlen. GP ist Geld, das man nur in der Gold Saucer benutzen kann. GP kann man nur bei den Spielen im Event Square und bei den Chocobo-Rennen einlösen. Die GP-Grenze ist 10.000, es ist also Vorsicht geboten. Viel Spaß wünsche ich. Okay, danke. Na, wo gehen wir denn jetzt hin? Es gibt ziemlich viele Bereiche. Chocobo Square ist noch tabu. Wonder Square, Battle Square, Ghost Square, so viele Square. Toll, amüsieren wir uns. Ich weiß, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Hey, Exo, nicht so traurig. Ich bin schlecht gelaunt, lass mich lieber in Ruhe. Ehrlich, das ist schade. Gehen wir? War das nicht ein bisschen strengli? Wenn das geschieht, tu einfach so, als sei nichts passiert.
Meinst du? Natürlich. Wir gehen spielen. Also spielen, rumflachsen, andere Scheiß drauf. Drauf geschissen, vergiss nicht, wir suchen Sephiroth. Ich glaube, er ist verrückt. Er ist schon okay. Scheint ihm jetzt ein bisschen besser zu gehen. Mit wem will ich gehen? Ach komm, nehme ich die. Keiki? Mit mir? Gibt Pluspunkte bei ihr. Aber mal sehen, mit wem ich dann am Schluss ein Date habe. Mit ihr oder mit Exo. Ich versuche natürlich mit Exo, weil es am schwersten zu bekommen ist. Und ich will ihr alle Dates zeigen. Ich hoffe, ich habe es noch nicht vermasselt. Ich kann ja immer noch die schlechter behandeln, dass sie Minuspunkte kriegen und so weiter. So, wo gehen wir hin? Auf in den Speed Square! Hey, Junge! Junge? Wie ist es? Macht's Spaß? Also macht es Spaß. Na gut, gut für dich, Junge. Ich hasse Zweta übrigens. Ach übrigens, nenn mich nicht immer Junge. Ich bin der Eigentümer der Gold Saucer. Ich heiße Dio. Nenn mich einfach Dio. Hör nicht einmal zu. Übrigens, Junge, weißt du, was schwarze Substanz ist? Was ist das? Hahaha, das ist wirklich gut. Das ist gut, Junge. Aber Lügen ist nicht da gut. Du kannst mich nicht reinlegen. Nein, nein. Warum hast du mich gefragt? Vor einer Weile kam ein Junge in deinem Alter herein und fragte mich, ob ich schwarze Substanz hätte. Ich dachte, du wüsstest vielleicht, wer er war, da ihr beide ungefähr gleich alt seid. Hatte er zufällig einen schwarzen Umhang? Ja, ja, tatsächlich. Und eine Verwirrung auf der Hand. Da stand 1. Wo ist er hingegangen? Haha, ich habe keine Ahnung. Na denn? Tüdelü. Übrigens, mach bei der Schlachtarena halt. Da gefällt's dir bestimmt. Viele meiner Sammlungen sind da ausgestellt. Hahaha. Da gibt's auch den berühmten Omni-Schlag zu holen. Und wartet mal kurz. Ah, schon viel besser. Der leckt gerade ein bisschen. Ich muss ab und zu das Gerät mal ein bisschen, wenn ich viel hintereinander aufnehme, passiert es manchmal, dass ich, dass es laggt und dass er nicht einwandfrei aufnimmt oder so. Wir gehen mal zum Wonder. Stevie Wonder. Oh nein, wir bekommen ein neues Mitglied. Hey du, warum siehst du denn so niedergeschlagen aus? Weil ich es bin. Wie wär's? Soll ich für dich wahrsagen? Eine schöne Zukunft, eine glückliche Zukunft? Oh, aber gib mir nicht die Schuld, wenn es eine schlechte Voraussage ist. Oh, tut mir leid. Ich bin eine Wahrsagemaschine. Der Name ist... Nicht Kate Sis. Ich nenne dich.
Ein Let's Play-Kollege von mir wollte, dass ich ihn nach ihm benenne. Ach komm, nenne ich ihn einfach Alex. Oder Axel. Alex? Nee, nenne ich ihn nach seinem Kanal. Du kannst nur die Zukunft vorhersagen. Machst du Witze? Kann verlorene Gegenstände, verloren gegangene Gegenstände, Sachen aufspüren, verschwundene Leute, was du willst. Kannst du mir dann sagen, wo ein Mann namens Sephiroth ist? Sephiroth? Ja! Okay, los geht's! Tudelü, tudelü, tudelü. Ich mag Gates übrigens nicht. Normales Glück. Es wird ein aktives Schicksal. Wenn du dem Willen anderer nachgibst, dann passiert nach dem Sommer etwas Besonderes. War das? Was, was? Lass mich es nochmal versuchen. Hier. Nimm nicht vor Vergesslichkeit in Acht. Deine Glücksfarbe ist blau. Vergesslichkeit? Blau? Könnte es sein, dass diese Dinge auch Hinweise geben oder so, auf was passiert? Vergiss es. Warte, gib mir noch eine Chance. Warte, lass mich jetzt nochmal versuchen. Komm schon, hier. Was um Gottes Willen? Was ist? Sag's uns. Was du anpackst, klappt. Doch verlierst du etwas, das dir sehr teuer ist. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Sowas habe ich noch nie gehabt. Sollen wir dann? Ich weiß, was damit gemeint ist. Und ich werde sagen, wenn es soweit ist. Hä? Als Wahrsager muss ich einfach darüber nachdenken. Wenn ich nicht sehe, wohin es führt, kann ich nicht locker lassen. Deshalb gehe ich mit dir. He's weird. Was so? Das ist Englisch. Liebes Entwicklerteam, das ist Englisch in einem deutschen Text. Ja, er ist komisch. Seltsam. Er ist seltsam, sagt sie. Zeneta, lass ihn nicht mitkommen. Bitte. Ich gehe mit euch. Egal, was ihr sagt. Hey, Schlupp. Spum. Ja. Ach ja, Battle. Tot. Why? Ja, genau. Why? Warum? Wolltest du das damit sagen? Hat Keiki so eine kleine englische Anwandlung? Lass mich nicht einfach zurück. Ich habe das Gefühl, die hat so eine englische Anwandlung gerade. Die sind tot.
alle tot. Hat Sephiroth das getan? Nein, er war es nicht. Auf die wurde ja geschossen. Sephiroth würde nie ein Gewehr benutzen. Hey, was passiert? Ein Mann mit einem ein Gewehr an seinem Arm. Oh, das ist mal was. Nein. Bleibt stehen und bleibt ruhig. Ich habe nichts damit zu tun. Habt ihr das gemacht? Nein, wir waren's nicht. Ich muss mich geirrt haben. Rennt schnell weg, jetzt wird's hässlich. Oh ja, hey, hey, halten Sie fest. Oh Mann, das ganze Reden macht wirklich ein... Oh. Wir haben keine Chance. Hier ist Schluss. Weiter kommst du nicht. Warte, hör doch. Zvenita. Hi. Nette Greifer hast du da? Noch einmal. Gateway to Heaven. Ja. Hey, pass auf. Du brauchst nicht zuzuhören. Bezahl für deine Untaten da unten. Mach schon. Ja. Schmeißt er mich einfach samt Roboter runter. Hey, bist du okay? Wo sind wir? Ein Wüstengefängnis, das Gefängnis von Corell. Ein Wüstengefängnis? Ja, ein natürliches Gefängnis mitten in der Wüste, ganz von Treibsand umgeben. Ich habe gehört, dass man nie wieder rauskommt, wenn man einmal drin ist. Aber da gab es eine Ausnahme. Hey, ist der Typ nicht Exo? Exo, was machst du hier? Exo? Hat er wirklich... Bleib da! Das muss ich machen! Lass mich machen! Das ist ein Freund von dir? Der sieht ganz schön gefährlich aus. Hey, Zvenita, lass ihn doch in Ruhe. Ich meine... Dass er hat er doch zu uns gesagt, oder? Dann ist es eben so, da. Im Übrigen. So. Sein Limit ist Würfel. Der hat eigentlich nur zwei Ebenen. Mehr nicht. Das heißt, er kriegt jetzt Substanzen zugeordnet. Manipulieren, verwandeln. So, tauschen. So. Er ist mit den ganzen Substanzen weg. Hart.
wird wirklich keine einzige Substanz dagelassen. Und es sind nur noch so behinderte Substanzen da. So. Was ist mit dem? Den hat auch jemand geschossen. Und Kampf! Lauf! 340 Skill wurden gestohlen. So, geht doch. Dem gebe ich nämlich die Substanz jetzt, von ihm hier. Tauschen. Shiva. Gegen verwandeln. Aus einem bestimmten Grund, wenn ich bestimmte Anzahl an Gegnern töte, dann kriege ich nämlich wieder ein Limit. Aber ich beende den Party und was willst du von mir? Ich werde hier verfolgt, ich werde gestalkt. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta. Und beim nächsten Mal schauen wir uns an, was es hier so abgeht. Also bis dann.